Bonjour bis Sommer, wir sind in Bethle und in diesem Haus finden wir Le Serre, die einzigste Wirtschaft im Dorf. Die ist 100-jährig, aber macht nur alle 3 Jahre eine Woche lang auf. Eine richtige Familiengeschichte. Für die zu entdecken, wollen wir hin. Alle 3 Jahre kommt wieder Leben in die Wirtschaft Le Serre. Eine Woche lang machen Evelyn und André Mühl das Familienrestaurant auf, wo das Foto von den Urgroßeltern an der Wand droht. Das ist der letzte Masse geworden, 1926. Das ist mein Arrière-Grand-Père, der Kreator von dem Gebet. Und das ist der Grand-Père, Grand-Mère. Und das ist meine Mama. In den 60er Jahren haben sie als junges Paar die Wirtschaft aufgesteckt und die Bäuerei von den Älteren übernommen. Sie haben aber alles so aufbewahrt, wie es am Anfang war. Das ist das Relief, das ist schön. Wie geht es das nicht? Das Getafelte ist Origin, das Comptoir, das Buffet. Und auch die Bank, die doppelte Bank, die gibt es schon lange nicht mehr. Das ist ein Musestück. Und alle wie kommen sagen, ja, da hinten ist es so schön, auf der alten Bank sitzt man. Für dass die Leute weiter können sitzen und für die Licence 4 behalten zu können, machen sie ein paar Tage auf. Wir denken später mal, als eines der Petits Enfants übernimmt. Wir haben immer die Hoffnung, dass die Wirtschaft weitergeht. Ihre Enkelkinder helfen den 70-Jährigen öfters. In den Feldern oder wie hier, wenn es ums Rossfedern geht. Grosse Passion von André. In der Ross zu blessieren, bin ich Bürger geworden. Ich bin der einzige Bürger in der Bürgerschule, wie die Traktoren geht. Und dann bin ich auf Bethle gekommen zu meinen Großeltern. Und dann haben wir das Salamus noch mit der Ross gemalt und mit der Salbspringer und gezogen mit dem Flöhe. Quand je travaille pas, j'essaye d'aller assez souvent chez eux et bah, pour les aider parce que effectivement ils commencent à prendre de l'âge. Déjà ils ont les champs. Il y a quelques années, quand j'étais plus petite, on aidait aussi, par exemple pour ramasser les pommes de terre. Mithelfen tut die ganze Familie, wenn das Restaurant éphémère alle 3 Jahre aufmacht. Selbst gemacht? Ja. Ja. Ganz frisch. Küche, Kalbskopf, Chambon, Heri, traditionelle Gerichte, frisch zubereitet. Die Karte hat sich kaum verändert. 3 Chambonneau, 1 Pâté en croûte, s'il vous plaît. Voilà, c'est pris, ok, ça marche. Hier, wir machen ein vollblondes Gericht. Modelle, was im Juni drum wäre, als alle selber holen. Mit meiner Schwester Sandra sind wir so aufgewachsen in dieser Ambiance. Und schon von kleinem auf haben wir so mitgemacht, das erste Städte ist durchgewandt. Und nur alle 3 Jahre und jetzt sind wir wieder da. Eine Reservation, ja. Wann ich wollte noch kommen. Bis zu 100 Gäste kommen zu Mittag und zu was und viele der Bürgerhof. Die sind ganz aufeinander gesessen in dieser Wirtschaft. In 2020 haben wir nicht aufgenommen im Januar, beim Covid. Dann haben wir gewartet bis im Juli. Und haben wir im Juillet aufgemacht und eine Terrasse gemacht. Und es hat super gut geklappt. Das bedeutet auch viel Grumbeerenschälen für den Tochtermann, wo auch der Mehr ist vom Dorf von 320 Einwohnern. Für mich als Mehr ist ein anderer Moment, Leute mal anders kennenzulernen. Sonst immer eine Reklamation auf der Mairie. Und so können wir gut miteinander ratschen. Gemütlich mit einem Bär und dann geht manches Ding viel besser durch. Hallo. Na ja, ich muss also immer das Bier versuchen und mit der Kommode eins trinken und Gesundheit trinken. Sie kommen schon gern, weil wir haben ein großes Säckchen da. Ist das für euch? Es ist immer gut, wenn man hier isst. Nicht? Sie tangiert mich, dass so viele Personen hier kommen. Wir kommen wieder das nächste Jahr. In 3 Jahren. Das nächste Mal sollte also das Restaurant Le Serre in Bethle wieder im Sommer 2027 aufmachen, draussen und drinnen. Manche illustrieren sich im Teller, andere im Sport. Das ist der Fall von der Elsässerin Océane Müller im Schießen. Die macht in ein paar Wochen mit bei den Jeux Olympiques. Von ihrem Club ist der Francis Fürst mit uns bei Frach oder Fresh.
Also ich heiße Fürst Francis. Ich komme von Havenau. Was machst du gar nicht in einer Freizeit? Schieße im Wettkampf, verschiedene Disziplinen. Bist du frech oder frech? Frech. Mit wem? Mit der Frau als. Und wie bist du durch den Zug gekommen zu schießen? Ah, es sind meine Kinder, die mich in den Zug gebracht haben. Weißt du, anfangs, ich habe nicht gerne Waffen. Und warum machst du noch wieder? Weil ich habe gerne Wettkampf. Man muss sich ganz Zeit messen mit anderen. Und das ist das, was interessant ist. Ich habe euch Ocean Müller, wie in der Schießverein ist. Ich habe sie gekannt, wie sie noch ganz klein geworden ist. Und wir haben wirklich gesehen, dass sie eine gute Schützerin ist. Wir hoffen ziemlich auf die Olympischen Spiele. Sie soll das Beste machen, was sie kann. Wir hoffen natürlich, dass sie vorne dabei ist. Das ist klar. Und ja, die kann schon. Olympische Spieler, das ist ein Traum. Ja. Sind so viel wie ungefähr selber gehabt. Und es geht um ganz, ganz wenig in den Wettkampf, um Zehntelspunkt. Und da kann man nicht hochsagen. Was schon sehr die Olympischen Spieler in der Schießverein? Das ist eine richtige Lokomotive für unseren Verein. Die Jungen, die bei uns sind, die wollen alle in der Ocean machen. Das ist klar. Hast du einen Lieblingsausdruck? Wenn es nicht geht, was ist dann kaputt?